Es ist Fastnachtsumzug in Dienheim und ich zeige euch jetzt mal unsere Unfallhilfstelle. Wir sind jetzt hier in der Unfallhilfstelle im Behandlungsraum. Wir haben hier 8 Betten. Davon ist ein Intensivplatz, der ist ein bisschen höher, da kann man deutlich besser arbeiten. Wir sind hier in Dienheim wirklich gut ausgestattet. Wir haben Sauerstoff dabei, wir haben einen Notfallkoffer dabei. Wir haben sogar die Möglichkeit, hier ein EKG zu schreiben, direkt vor Ort. Wir haben unseren mobilen Sanitätswagen dabei. Der ist ausgestattet mit allem, was man braucht. Über Mullbinden, Spritzen, in den Schubladen ist jede Menge drin. Wir haben Verbandtücher dabei und mit diesem Wagen zu arbeiten ist wirklich unfassbar angenehm, weil man einfach alles immer direkt griffbereit dabei hat. Zudem ist an Fastnacht wichtig, dass wir auch in der Diagnose den Atemalkohol messen können der Patienten. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie die Einsatzleitung arbeitet. Hier in Dienheim haben wir 2 Fahrzeuge im Einsatz. Wir haben 3 Fußstreifen, die auf den Straßen draußen unterwegs sind. Wir haben den Behandlungsplatz, der besetzt ist mit Personal. Zusätzlich haben wir auch noch 2 Ärzte hier vor Ort. Das alles muss koordiniert werden. Das macht unser Einsatzleiter hier vor Ort. Der ist relativ abseits von dem Geschehen, damit er eben in Ruhe arbeiten kann. Das schauen wir uns mal näher an. Was aussieht wie eine kleine Luxus-Lounge, ist eigentlich der Arbeitsplatz unseres Einsatzleiters. Der hier arbeitet mit einem Führungsgehilfen. Hier haben wir Verbindung zu den Fußstreifen nach draußen und zur Leitstelle. Wir arbeiten hier mit Digitalfunk und mit analogem Funk. Die Fußstreifen sind alle ausgestattet mit Funkgeräten, die Fahrzeuge selbstverständlich auch. Wir haben Notrufe, die eingehen, die landen auch hier und hier wird einfach alles drüber koordiniert. Wir hoffen, der kleine Rundgang hier in Dienheim hat euch gefallen und ihr konntet sehen, wie wir hier an Fastnacht arbeiten. Schaut euch doch auch die anderen Videos an, die es noch gibt. Unter anderem gibt es auch ein Panorama des Behandlungsplatzes hier, wo ihr euch nochmal frei drin bewegen könnt. Bis dann!